Wahrscheinlich verwenden Sie in Ihren Lehrveranstaltungen elektronisch erstellte Teilnehmerinnenlisten, um die Anwesenheit Ihrer Studierenden zu überprüfen. Leider können diese Listen jedoch für trans-, inter- und nicht-binäre Studierende zu unangenehmen Situationen führen, da sie in der Regel auf Basis von offiziellen Ausweisdokumenten erstellt werden, welche häufig nicht mit ihrem tatsächlichen Namen, Pronomen und Personenstand übereinstimmen. Die Änderung der entsprechenden Dokumente ist immer noch mit großen Hürden und Kosten verbunden. Daher kann es vorkommen, dass diese Personen im Rahmen der Überprüfung der Anwesenheit gegenüber ihren Kommilitoninnen geoutet werden. Um dies zu vermeiden, gilt es im Sinne einer diversitätssensiblen Lehre, Wege zu finden, trans-, inter- und nicht-binäre Studierende vor solch belastenden Outing-Situationen zu schützen und ihnen eine gleichberechtigte und wertschätzende Teilnahme zu ermöglichen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich Ihnen im Folgenden vorstellen werde. Option 1: Weglassen von Frau und Herr sowie Vornamen. Zunächst können Sie die Situation verbessern, indem Sie auf das Abprüfen der Anwesenheit durch das Aufrufen von Frau bzw. Herr XY oder das Aufrufen von Vor- und Nachnamen der angemeldeten Personen verzichten. Stattdessen können Sie nur die Nachnamen der TeilnehmerInnen aufrufen, um die Anwesenheit zu überprüfen. So würden Sie statt Frau bzw. Herr Musterperson einfach nur Musterperson aufrufen. Diese Vorgehensweise können Sie auch verwenden, um einzelne TeilnehmerInnen bei Wortmeldungen dranzunehmen. Option 2: Rückfrage via E-Mail vor dem Semester. Sie können Ihren Studierenden auch bereits vor der ersten Einheit per E-Mail die Möglichkeit eröffnen, Ihren Namen und Ihre gewünschte Anrede, zum Beispiel Frau, Herr oder Person, auf der Anwesenheitsliste zu korrigieren. Hierfür bietet sich eine einfache Rückfrage via E-Mail an, in der Sie Ihre Studierenden bitten, Ihnen mitzuteilen, wie Sie gerne von Ihnen im Rahmen der Lehrveranstaltung angesprochen und aufgerufen werden wollen. Option 3: Leere Liste. Außerdem können Sie auch im Rahmen der ersten Sitzung eine leere Liste bzw. eine Liste, auf der nur Matrikelnummern oder Nachnamen aufscheinen, herumgeben und diese von den Studierenden vervollständigen lassen. In diesem Rahmen bietet es sich auch an, Ihre TeilnehmerInnen um die Angabe ihrer gewünschten Anrede und Pronomen zu bitten. Option 4: Namens- und Pronomenschilder. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die TeilnehmerInnen zu bitten, Namensschilder mit gewünschten Namen und Pronomen zu erstellen. Bei größeren Lehrveranstaltungen wie Vorlesungen können Sie die TeilnehmerInnen auch einladen, sich bei Wortmeldung kurz mit ihrem Namen und ihrem Pronomen vorzustellen. Sollte dies nicht möglich sein, empfiehlt es sich, eine neutrale Anrede zu wählen. Umgang mit Pronomen. Grundsätzlich bietet es sich an, dass Sie sich zu Beginn der Lehrveranstaltung selbst mit Namen, Anrede und Pronomen vorstellen. So können Sie beispielsweise sagen: Mein Name ist Dr. Anne Sophie Wybrew, meine Pronomen sind sie ihr bzw. they them im Englischen. Studierende sind so eingeladen, sich ebenfalls mit Pronomen vorzustellen. Die Angabe von Pronomen sollte jedoch immer freiwillig sein und keine Person sollte gezwungen sein, sich zu einer Geschlechtsidentität zu bekennen. So können Sie im Rahmen kleinerer Lehrveranstaltungen auch zusätzlich die Möglichkeit einer Vorstellungsrunde nutzen, bei der alle eingeladen sind, das gewünschte Pronomen und die gewünschte Anrede mit der Gruppe zu teilen. Wenn Sie die Pronomen einer Person nicht in Erfahrung bringen können, aber diese Ihnen ihren Namen mitgeteilt hat, können Sie auch den Namen der Person anstelle der Pronomen verwenden. Weitere Möglichkeiten: Sie können natürlich auch abseits von Anmeldelisten und Pronomen etwas tun, um einen sicheren Raum für trans-, inter- und nicht-binäre Personen zu schaffen. So können Sie bei der Moderation von Veranstaltungen geschlechtsneutrale Anreden bei der Begrüßung der TeilnehmerInnen verwenden. Beispiele hierfür wären: Liebes Publikum, sehr geehrte Anwesende, liebe Gäste, sehr geehrte Teilnehmende. Oder im Englischen: Dear Audience bzw. Esteemed Guests.
Darüber hinaus können Sie auch thematisch in Ihren Lehrveranstaltungen auf Geschlechtervielfalt eingehen und Geschlechternormen kritisch thematisieren. Hierfür ist es jedoch wichtig, dass Sie sich zuvor selbst umfassend vorbereiten und Texte von trans-, inter- und nicht-binären AutorInnen lesen und sich bei Selbstvertretungsorganisationen mit der Perspektive von betroffenen Gruppen vertraut machen.